Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin hier gerade am Strand von Kumköy und wir schauen uns heute mal die aktuelle Lage hier beim Nova Park und die Umgebung an, also praktisch vom Side Marine Hotel in Richtung Kumköy und wieder zurück, wo die Strandpromenade auch anfängt, hier beim Corolla Hotel. Es ist auch schon eine Zeit lang, dass wir uns das hier angeschaut haben und wir schauen uns das mal jetzt hier auch aktuell im September an. Heute, wo die erste Septemberwoche heute vorbei ist und wenn wir in die zweite reingehen, schauen wir uns das mal hier an. Ich drehe mal einmal die Kamera. Es ist auch schon eine Weile her, wie gesagt, dass wir hier waren. Weil wir haben heute auch sehr, sehr angenehmes Wetter. Wir haben gefüllte 34 Grad gehabt, aber mit einer Luftfeuchtigkeit von 26% und einer Sichtweite von 16 Kilometer, was sich auch die letzte Zeit kaum geändert hatte. Ne? Und jetzt sind wir hier, wie gesagt, praktisch am Corolla Hotel. Aber wir werden heute nicht die Richtung gehen. Wir werden heute in die andere Richtung gehen. Hier erstmal die Promenade, die von hier aus bis nach Side geht. Und für alle, die Antalya City Livestream neu abonniert haben und es noch nicht wissen, die geht genau 4 Kilometer bis nach Side, bis in die Altstadt rein, also 4000 Meter, liebe Leute, geht diese Promenade hier. Das Scene Quality Hotel ist auch dort im Hintergrund zu sehen. Und das ist hier ein öffentlicher Spielplatz, wo jeder mit seinen Kindern hierher darf. Genau hier der Spielplatz. Und jetzt sind wir hier am Corolla Hotel und gehen von hier aus runter zum Strand. Und hier gibt es auch so eine kleine Vitaminbar, wo jeder auch sich was zu trinken kaufen kann oder kalte Getränke, wenn jemand hier spazieren war. Es geht auch ein sehr angenehmer Wind, was natürlich auch alles viel angenehmer macht hier am Strand in Kumköy. Das Wasser ist zwar ein bisschen aufgewühlt durch den Wind, aber es macht alles natürlich viel angenehmer. Und ich zeige euch mal hier die strahlende Sonne, die man hier auch sehen kann von hier aus. Und da schauen wir gerade auf den Steg von Kirman Side Marine Hotel. Beach und Spa Resort Hotel. Und hier die Leute, die im Wasser sind, im aufgewühlten Wasser heute, mit dem Blick in Richtung Side. Man hat hier von Side aus bis nach Binodo, immer nach Side, einen sehr, sehr schönen Blick, wenn man Richtung Side schaut. Gerade zu dieser Uhrzeit auch ein schönes Licht, um auch Fotos zu machen. Und man hat von überall, wie gesagt, eine schöne Aussicht in Richtung Side. Und hier einmal das Scene Quality Hotel. Ein neues Hotel, was einige sehr gut finden, aber einige auch nicht gut finden. Also ich war persönlich da noch gar nicht, aber ich weiß, dass da sehr viele Leute Urlaub gemacht haben in letzter Zeit. Und viele sind davon halt begeistert, aber andere auch. Leider nicht. Und das ist hier nochmal Deckblick in Richtung Grand Side Hotel. Und hier einmal jetzt der Blick in Richtung Kumköy Strand, den wir jetzt auch gehen werden und uns das hier anschauen werden. Hier der Strandabschnitt vom Side Marine Hotel, Kirman Side Marine. Und gleich daneben folgt das Nova Park Hotel. Und wir werden auch in die Richtung jetzt gehen. Deswegen heißt auch heute die Überschrift unseres Videos der Strand von Side Kumköy vor dem Nova Park Hotel und Umgebung. Und dann gehen wir mal jetzt hier in Richtung Kumköy. Die Stege haben auch hier in diesem Bereich hier sehr zugenommen. Das hat jetzt nicht damit zu tun, weil hier kein Platz am Strand ist. Das hat sehr viel damit zu tun, weil hier auch Felsen und Platten sind.
man da weiter rausfährt, da rausschwimmt. Daher hat man ja auch viele Stege mittlerweile hier in Kumkel. Also bis zum Hotel Palm Beach. Danach hören halt die Steine, Felsen und Platten hier auf. An einigen Orten hier wurden sie auch beseitigt, weggemacht. Und da hat man auch, gerade wenn es hier das Wasser sehr aufwühlt, hat man hier auch Algen im Wasser oder am Ufer, weil die halt von den ganzen Felsen, Steinen und Platten halt auch ans Ufer geschwommen werden. Und hier ist ein kleines Hotel, vom La Vidas Hotel, der Strandabschnitt. Ich weiß das auch durch Leute, die meine Videos schauen, dass hier das La Vidas den Strandabschnitt hier hat. Und hier einmal das Felice Hotel, ein bisschen höher hier steht. Und wir auch hier einen Steg haben. Und das Wetter ist sehr, sehr angenehm. Es ist gerade sehr, sehr schön hier zu spazieren. Ich habe die Kamera ein bisschen höher. Da kann man dann mehr nach vorne schauen oder mehr erkennen, was da vorne ist. Dass das Wasser ab dem Thalia Hotel sehr voll ist, dass sehr viele Leute im Wasser sind. Denn hier kommt jetzt eine große Siedlung, die Tech-Ün-Siedlung, und da sieht man auch, dass sie einen großen Strandabschnitt hat und wo auch dadurch weniger Leute sind als bei den anderen Abschnitten, wo die Hotels sind. Und vergisst auch nicht, das Video zu teilen und vielen Leuten zu zeigen, wie es hier jetzt in der ersten Septemberwoche in Kumkel am Strand ausschaut. Für all die Leute, die es hier interessiert, für all die Leute, die demnächst hierher kommen sollten, dass sie auch wissen, was sie hier erwartet. Wie es hier zum Beispiel vor dem Sidemare Resort Hotel Strandabschnitt gerade ausschaut. Hier einen Beach Service haben, der die Leute hierher fährt. Also man muss nicht den Weg von der Hinterstraße hier zu Fuß herkommen. Aber das haben alle Hotels, die hier in zweiter oder dreier Reihe sind. Die haben alle einen Beach-Service, der jede halbe Stunde fährt. Das sehe ich hier vom Sidemare Resort Hotel. Nach dem Sidemare Resort Hotel folgt auch das Thalia Unique Hotel. Auch ein beliebtes Hotel, hat auch viele Stammgäste, was aber im Winter zu hat. Und auch hier den ersten Steg in Kumkel hatte. Und da sieht man auch viele Leute im Wasser, obwohl da ein Steg ist und man befürchtet, dass dort viele Felsen und Platten sind. Aber hier wurden 20 Meter links und 20 Meter rechts beim Thalia Unique Hotel die Felsen und Platten entfernt. Und das ist auch hier mit einem Seil im Wasser, kann man das sehen, dass sie das abgezeichnet haben, sagen wir mal so, dass man nicht weiter nach links schwimmen sollte, weil man sich da sonst schwer verletzen kann. Aber das ist links und rechts vom Steg genauso, liebe Leute, dass dort die Steine und Felsen beseitigt wurden. Und das ist hier einmal der Strandabschnitt. Hier nochmal der Blick in Richtung Side, wo man Side aber nicht mehr sehen kann, sondern den Steg vom Sidemarin Hotel. Und hier man Sidemarin Hotel den Steg sehen kann, aber nicht mehr die Halbinsel Side. Scheint aber gut besucht zu sein, das Thalia Hotel.
Und jetzt sind wir hier an einer Stelle, wo man einen guten Blick nach Kumköl hat, wo man noch sehen kann, wie voll der Strand von Kumköl ist. Das kann man von hier aus sehen, dass Kumköl sehr gut besucht ist und dass ab dem Palm Beach natürlich viele Menschen im Wasser sind, weil es auch ohne Felsen und Platten viel mehr Spaß macht. Und hier ist einmal die Maria Bar. Das ist auch eine bekannte Bar hier in Kumköl. Eine Strandbar, Beachbar. Hier einmal der Thalia Steg. Und hier sehen wir eine Platte. Also ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da hängen bleibt, kann man sich da schwer verletzen. Aber wie gesagt, das hört alles da vorne auf, vor dem Palm Beach Hotel, wo man da viele Menschen im Wasser sieht. Wenn man jetzt diesen Blick da schaut, da geht es weiter mit dem Palm Beach Hotel, der Strandabschnitt. Und den Trendy Hotels hier in Kumköl. Hier ist der Strandabschnitt vom Kirman Kalyptus, gleich hier rechts. Ein kleiner Strandabschnitt, kann man auf dem Rückweg besser erkennen, weil dann die Sonne nicht so sehr blendet. Hier sieht man jetzt ab dem Serenis Hotel, dass die Leute mehr im Wasser sind. Und wie gesagt, das hat auch viel damit zu tun, weil ab hier ein feiner Sandstrand ist, liebe Leute, genau ab hier. Das sieht man aber auch an den Leuten im Wasser. Mario Mori schreibt, zweimal geteilt. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Teilen. Und man sieht da auch, wo man den Fahnen, wie stark hier der Wind gerade geht in Kumköl am Strand, was das alles natürlich auch sehr angenehm macht, hier spazieren zu gehen oder am Strand zu liegen oder am Wasser zu liegen oder im Wasser zu sein. Es ist keine drückende Hitze heute, es ist einfach angenehm. Es ist schön. Und ab jetzt, sagen wir mal, nach der ersten Septemberwoche wird immer das Wetter angenehm. Es ist dann nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit, wie man es ab Mitte Juli bis Ende August kennt. Also es ist gerade sehr, sehr angenehm. Man kann sehr viel gehen, man kommt nicht ins Schwitzen. Es ist sehr, sehr angenehm geworden und es wird natürlich noch angenehmer. Aber das ist jetzt so die Zeit. Jetzt geht die schöne Zeit hier los, wo man halt auch wirklich viel unternehmen kann. Nicht den ganzen Tag entweder am Pool, auf dem Zimmer wegen der Hitze, sich vor der Hitze, also die Hitze zu meiden, am Pool oder am Wasser zu sein. Jetzt kommt halt die schönste Jahreszeit hier, finde ich zumindest, September, Oktober. Ist bei uns hier ein sehr schönes Klima und es ist hier sehr angenehm. Hier sieht man schon ein paar Sandkünstler, die hier eine schöne Burg hingebaut haben vor dem Beach Flower Strand.
ist, wie ihr seht, in Kumkö auch sehr voll. Egal wo wir waren jetzt, dieses Jahr überhaupt, ab Mai, an welchem Strandbereich wir waren, ob es hier in Kumkö war, ob es in Gündodo, in der Bredseki, in Tolakle, in Sorgun, in Tetreengül, es war überall immer sehr viel los. Und das wird noch bis November so gehen. Die Preise haben auch leider sehr zugenommen. Die Preise sind sehr hochgegangen von den Hotels. Da komme ich auch wirklich von den Leuten immer mit, die mich besuchen im Laden. Ob Bekannte, ob Stammkunden, ob Follower. Ich möchte bei jedem ganz herzlich bedanken, der uns besucht, der mich im Laden besucht und auch an die Katzen denkt und immer für die Katzen Leckerlis mitbringt. Weil ich bin ja auch hier als Katzenliebhaber sehr bekannt. Ich kümmere mich um sehr viele Katzen täglich. Und ich selber habe ja über 40 Katzen. Das wisst ihr auch alle, die meine andere Seite Kätzchenbrot auch abonniert haben. Dass ich mich halt um sehr viele Katzen kümmere. Und da freuen sich natürlich auch immer, wenn etwas da aus Deutschland kommt für sie. Zum Beispiel Leckerli-Stangen. Das mögen die halt sehr hier bei uns, weil es das hier auch nicht gibt bei uns. So, und jetzt sind wir hier beim Sidesan Strandabschnitt. Wie gesagt, das Wasser ist heute ein bisschen aufgewühlt. Und von hier aus sieht man einigermaßen ein bisschen die Halbinsel Side. Und von hier aus kann man auch gut links das Sidesan Hotel sehen. Dahinter gleich das Alegria und rechts daneben das It's Flower Hotel. Jetzt gehen wir den Weg von der Perspektive auch wieder zurück mit der Sonne im Rücken. Also wir gehen jetzt nicht gegen die Sonne, wir haben die Sonne im Rücken. Und dann kann man auch natürlich vieles besser erkennen, als wenn man gegen die Sonne geht. Und vergisst auch, wie gesagt, bitte nicht das Video zu teilen, um auch vielen Leuten zu zeigen, wie es hier in Kumkö am Strand aktuell ausschaut. Und auch natürlich, um Antalya Studio Livestream die Seite zu unterstützen, dass viele Leute auch auf die Seite aufmerksam werden und auf die Seite abonnieren. Das würde mich halt sehr freuen. Scheint ja gut besucht zu sein. Sehr gut sogar. Das sieht man hier auch im Wasser, am Wasser oder auf den Liegen. Spaß haben hier zu buddeln, zu bauen oder sich hier im Allgemeinen am Strand zu beschäftigen. Was man auch natürlich verstehen kann, weil viele ja auch auf den langverdienten Urlaub auch gewartet haben. Thank you.
hier links ist das der Strandabschnitt vom Tierman Calyptus Hotel. Das ist ein kleiner Strandabschnitt für das Großhotel. Aber die wollen hier nächstes Jahr einen Steg dazu bauen. Das ist zurzeit ganz aktuell im Gespräch. Ja, die Stege sind ja auch hier viel mehr geworden. Die haben sehr zugenommen, weil es ja wenig Platz auch am Strand gibt. Hier sind wir jetzt wieder vor dem Palm Beach Hotel. Hat natürlich auch viele Stammgäste, wie viele Hotels hier in Kumpel. Wasser so aufgewühlt ist, macht es sicherlich Spaß, hier zu schwimmen. Hier sind wir jetzt wieder am Thalia Unique Hotel. Sabrina Caporale fragt, wie ist derzeit die Wassertemperatur? Ich habe mein Thermometer heute nicht dabei, das werden wir dann beim nächsten Strandbesuch machen, weil vor 3-4 Tagen haben wir noch aktuell die Wassertemperatur gemeinsam angeschaut gab und hatte das Wasser 32,5 Grad. Das hat sich sicherlich nicht viel verändert, wobei im nächsten Video wird es dann schon sicherlich fast eine Woche her sein oder sogar eine Woche. Und dann schauen wir uns auch mal die Wassertemperatur an. Die wir jetzt auch öfter zeigen werden. Weil ich werde da sehr oft gefragt, wie gerade aktuell die Wassertemperatur hier ist bei uns. Und jetzt sind wir hier wieder beim Sidemare Resortefeld. Kerstin Kräuter hat gefragt, wie ist die Wassertemperatur im Oktober? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das werde ich in mehreren Videos dann auch im Oktober zeigen. Das ganze Jahr über werden wir uns mal die Wassertemperatur anschauen. Die habe ich auch gestern von einem ganz, ganz netten Mann aus Deutschland 3 wasserdichte Thermometer bekommen. Und auch von einer anderen Familie auch aus Deutschland, bei dem ich hier nochmal ganz herzlich bedanken will. Und da werden wir natürlich auch öfter dann die Wassertemperatur zeigen. Hier vor Ort. Und Umgebung. Jetzt sind wir hier wieder vor der Tekken-Siedlung und gleich vom Fee Beach, danach vom La Vitas, danach vom Nova Park und dann beim Sidemarin Hotel, Tierman Sidemarin. Und dann ist schon wieder der Strand von Kumpel offiziell vorbei und dann sind wir in Side. Und das ist heute aktuell der Strand von Kumpel. Der östliche Bereich, nicht der westliche Bereich.
hier. Heute wunderschönes Wetter. Alle deutsche Gäste kommen bei uns. Alle deutsche Gäste kommen bei uns. Bei uns ist vernünftiger Preis, günstiger Preis. Beste Welt, schönste Land. Herr, grüßt euch alle nach Deutschland. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit für Deutschland, für Grüße für alle Deutschland. Viel Spaß. Das sind doch liebe Worte nach Deutschland von dem netten Herr hier am Wassersport. Wassersport hier, ne? Wir sind seit 10 Jahren hier angestellt. Wir lieben deutsche Gäste. Er liebt euch Deutschland, er liebt Germany, er liebt euer Land, er liebt euch alle. Liebe Grüße nach Deutschland. Liebe Grüße Deutschland. Okay. Ich wünsche ihr was, ne? Gute Geschäfte. Ein ganz netter hier beim Wassersport, ein schöner Stand hier, direkt beim Nova Park Hotel gleich nebenan. Kerstin Kräuter fragt, wo ist dein Laden? Mein Laden ist mitten in Kumkel. Ich habe zwei Geschäfte, ein Optiker und ein Juwelier. Beide nebeneinander vor dem Paloma Ocean Resort Hotel in Kumkel. Ich verkaufe Brillen mit Sehstärke und auch Sonnenbrillen ohne Sehstärke, polarisiert und alles Mögliche, was dazu gehört. Und Goldschmuck, Brillantschmuck, Silberschmuck. Habe ich alles da im Laden. Also wer eine gute Brille brauchen sollte, das spart man in der Türkei sehr viel Geld an einer Brille. Oder wer auch was an Goldschmuck brauchen sollte, kann sich gerne bei mir im Laden unverbindlich beraten lassen. Und ich stelle auch natürlich jeden zufrieden. Und ein Garantiefall, wenn mal was sein sollte, ist bei mir ohne Wenn und Aber. Da freue ich mich natürlich auch auf jeden Besuch, wenn jemand etwas an Goldschmuck oder an einer Brille was brauchen sollte im Laden. Würde mich auf einen Besuch sehr freuen. Und jetzt sind wir hier wieder vor dem Corolla Hotel. Mit dem Blick in Richtung Side. Nochmal mit dem Blick in Richtung offenes Meer und dem Kirmanside Mariensteg. Und hier nochmal der Blick in Richtung Kumkel. Jetzt sind wir hier wieder bei der Promenade, die auch bis nach Side geht. Ungefähr da, wo unser Video angefangen hat. Da geht es nach Side. Hier geht es runter zum Strand. Man kann auch vom Strand aus nach Side gehen oder nach Kumkel gehen. Aber wir werden diesen Weg hier hochgehen, wenn man diesen Weg hier immer weiter geht, kommt man auch direkt zum Busbahnhof, wo man nach Manavgat oder nach Side kommt. Man kommt beim Nova Park Hotel da raus, also zwischen dem Nova Park Hotel und dem Corolla Hotel. Genau da kommt man hier raus, wo man diesen Weg immer geradeaus geht und wo auch genau gegenüber das Mervesan Hotel dann ist. Also wenn man diesen Weg hier gute 500 Meter hoch geht, kommt man nach Kumkel zum Busbahnhof. Für alle so, und hier steht dann auch schon wieder mein Auto.
ich mich dann für heute wieder verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.